Dank des Auge der Wahrheit bleibt uns kein Neues verborgen und mal sehen, was uns hier im Brunnen so erwartet. Moin Leute, willkommen zurück zu Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Wir machen direkt weiter hier im Brunnen, wie gesagt, den wir letztes schon betreten haben. Wir haben den Hirnsauger besiegt und dafür das Auge der Wahrheit erhalten. Und damit können wir jetzt auch versteckte Wände oder falsche Wände, sagen wir mal so, entlarven. So zum Beispiel einen kleinen Schlüssel finden. Hier geht's auch direkt weiter, deswegen wusste ich auch, dass man hier rein kann. Aber wenn man hier halt wieder sieht, da ist eigentlich keine Wand. So, dann komm du mal runter, mein Freund. Damit ich nämlich ran an die Kiste. Was auch immer hier drin ist, ich weiß es gerade wirklich nicht. Aber die Kunde ist okay. Also nichts Wildes. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier. Ups! Wie konnte das denn passieren, dass ich runterfalle? Nein, Leute, war natürlich ein Scherz. Ich wusste natürlich, dass man runterfallen wird. So, und hier brauchen wir schon mal wieder Bomben. Alles klar, dann rüsten wir die mal eben aus. So, zack. Und ich habe mich auch direkt mal bereit, denn dahinter dürfte mindestens ein Zombie sein, nicht sogar zwei oder drei. Ja, der da, ja, komm, den werden wir erstmal schön betäuben. Mit der Hymne der Sonne. Den Trick kennen wir ja schon mittlerweile gut genug. So, der ist weg. Und was haben wir hier drin? Etwas, das wir eigentlich gar nicht mehr brauchen, weil... Also wir könnten theoretisch einfach den Boden verlassen, wir bräuchten hier nichts mehr holen, theoretisch. Wenn wir das Spiel einfach nur abschließen möchten. Das Auge der Wahrheit ist ja schon die Hauptbelohnung. Aber, wie ihr wisst, ist unser Ziel, die 100% zu holen, deswegen gucken wir uns hier natürlich nur in Ruhe um. Obwohl ich glaube, hier unten ist nichts mehr Wichtiges. Das ist eigentlich nur wichtig, wenn man hier runterfällt irgendwo. Was durchaus möglich ist, ja, genau. Hier ist nämlich auch irgendwie eine Fallgrube irgendwo hier drüber. Kann aber auch ganz geschmeidig eine Donnerblume hinlegen. Ist auch noch ein Zombie. Hier sind auch Zombies, oder? Dich? Ach, hier, da ist wieder so ein Geheimnis. Dass man mit der Hymne der Sonne oder Hymne des Sturms, glaube ich, aufdecken könnte. Ja, komm. Dann machen wir den auch noch platt da drüben. Der hat mich provoziert mit seiner Hockerei da. Ganz ehrlich, Leute. Wie er hier hockt. Oh Gott, das war schlecht. Gegen das Holz zu klopfen. Oh, oh, der wird mich nochmal erwischen. Mein Gott. Dass man sich immer an kleine Kinder vergeben muss, ne? Die Ekelpakete. Ekelhaft sowas. So, hier auch noch eine Bombe hin. Gucken wir nochmal, was da hinten ist. Hier sind, glaube ich, ein paar Zombies noch. Auch nicht. Vielleicht war die in Master Quest hier mit mehreren Leuten versammelt, das kann sein. Sonst weiß ich auch nicht, ob ich hier mal drauf komme, dass hier mehr Zombies sein müssten. Ja, das ist ein Krug. Oh, hier ist natürlich giftig die Suppe hier. Mit die Leichenhände rausgucken. Ja, ich glaube, die silberne Rubine waren alle hier. Können wir direkt hochklettern. Nummer 4, einer fehlt noch, der ist ganz oben. So ein Aufwand nur für die Dungeon-Karte. Weiß nicht mehr, wenigstens wo die ganzen Räume sind, die noch fehlen. Genau, hier in der Ecke ist der letzte Rubin. Das war auch mies gemacht eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Dass man sich ja hier eventuell dämlich sucht nach dem letzten Rubin. So, dann gehen wir direkt mal hier Uhrzeigersinn weiter, würde ich behaupten. So, der nächste Schlüssel. Sehr schön. Hier geht's auch rein, zum Kompass. Deswegen kann man auch nicht von der Seite rein wegen dem Loch hier. Und Link springt über solche Löcher nicht, die er nicht mit bloßem Auge erkennen kann. Da fällt er direkt runter, wie wir vorhin gesehen haben. Ja, wenn er springen würde, dann wird man es ja locker schaffen, eigentlich über das Loch zu springen. Ja, das soll damit wohl verhindert werden. Was haben wir hier Schickes drin? Ein Herz, ja, was auch sonst. Bloß mal nicht gönnen hier, ey. Wobei, ich habe schon 200 Rubine gekriegt letztes Mal. Für die verborgene Kiste mit dem Hirnsauger. Da ist auch die Geldbörse wieder voll. Ist oben hin. Nur das sind jetzt andere Varianten der Zombies. Kann ich die nicht anvisieren? Anscheinend nicht. Aber die kann man genauso betäuben. Wie die Remords oder Redeads. Wie heißen die? Gipto müssen die so heißen eigentlich. Ein Wickelzombie. Kein Gipto?
Dein Blick paralysiert dich. Wenn er dich umklammert, versucht sich schnelles wieder durch das Irgendwann A zu flüchten. Der kriegt jetzt erstmal den Hintern aufgeschlitzt, so. Und jetzt brauche ich meine Dekostäbe, wie ich sehe. Dafür immer, ich rüste mal eben mein anderen Schild aus. So. Denn hier können Fledermäuse rauskommen, die auch Feuer fangen können. Durch die Fackeln. Ich habe keinen Bock, den Schild zu verlieren. Dann die meine ich. Zum Beispiel. Ich suche hier tatsächlich was in einem der Gräber. In einem der Särge. Fledermäuse, ja genau, wusste ich. Da, das haben wir es doch schon. Den kleinen Schlüssel hier. Na komm, machen wir trotzdem dieses Grab einmal auf. Ich glaube, hier kommt wieder ein Wickelzombie raus. Ja, ganz schnell weg hier. Also dann bleib ich sicher nicht hier stehen. Den lasse ich jetzt auch in Ruhe. Der wird mich eh nicht angreifen, wenn ich jetzt abhaue einfach. Aber die Viecher, die nerven halt. Hier war glaube ich auch nichts mehr drin. Oder Geld, keine Ahnung. Vielleicht auch wieder zwei Federmäuse, die da rausgeflogen kommen. Nee. Da ist gar nichts drin. Alles klar, dann können wir gehen. Haben wir schon die Dreckler-Schlüssel, die wir brauchen hier in dem Mini-Dungeon. Die Truhen, die hier noch fehlen, die holen wir natürlich noch. Die Räume, die noch nicht besucht wurden. Das fangen wir doch direkt mal hier in der Mitte an, mit den Räumen. Behaupten. Wenn wir eh schon alle Schlüssel haben, die wir brauchen. Yay, hier ist eine... So, ich muss den Anschiff wieder ausrüsten, stimmt. Wow, die Krüge kamen auf mich zu. Ist ja fies. So, nochmal hier ein neues Item ausrüsten, nämlich die... Na komm. Na, Schleudern würde ich so. Und zack. Die dürfen wir natürlich nicht vergessen, die Skutulos. Gehen wir doch hier rüber. Und hier deckt man sich jetzt erstmal gleich, hä, hier ist ja gar nichts. Nur in ihrer Raum. Ja, du mach die vom Acker hier, zack. Jetzt mal alle erledigen hier. Du auch. Und tschüss. Und jetzt kann ich erstmal hier. Habe ich nicht auf Item gedrückt, ist egal. So, und hier sieht man einen Weg mit. Entsprechend wieder mal. Ich kann fliegen. Und damit hätte ich auch die Skutulla. Eigentlich muss man hier nur an der Wand entlang laufen. Das ist eigentlich total easy. Das hätte ich jetzt auch noch ohne hingekriegt, tatsächlich. Ohne Augen der Wahrheit. Ich kann mich ja mal gerne ein bisschen unwissend anstellen, ne? Was steht denn da Schönes? Diese Mauer, hier heißt es Gefahr von oben. Damit ist nicht der gemeint. Und die hier, die alles Skutulla. Shit. Komm, dreh dich um. Hallo? Was ist mal hier? Nee, greif ich zweimal an lieber. Aber ich stehe da dran für einen Sprungangriff. So. Doch, hier brauchen wir wieder Bomben. Wie viel Truhe hier drunter? Ja, der Bund geht eigentlich recht schnell, ne? Ja, und dann gehen wir noch rüber. Denn da ist der letzte Raum, der fehlt. Doch hier werde ich wieder, weil ich weiß, dass da welche drin sind. Den Schild wechseln. Weg von den von die Feuerfledermäuse, die da direkt rumschwirren. Hier steht jetzt runter oder drauf. Gefahr aus der Tiefe. Damit ist dieses Loch gemeint. So, dann gehen wir doch mal. Na, raus hier so. Ich rüste mal eben die Zwille aus, glaube ich. Bleib hier so lange stehen. Ich wollte gleich treffen, du blödes Vieh.
Da die Fledermaus. Die finde ich in der Dunkelungshöhle schon besser. Axi, so. Man sieht auch hier wieder Abgründe. Hier bin ich auch hier stehen geblieben. Die Zeit. Ja, den kriegen wir so. Erledigt. Wow, 5 Biene, geil. Jetzt muss ich aufpassen. Denn hier ist auf engstem Raum ein Raubschlange. Oh Gott. Ach, viel zu weit geworfen, shit. Sexy. Oh, ich glaube, der kriegt mich jetzt. Scheiße. Nicht so gut. Gegen Schwungangriffe immun oder was, das Vieh? Tatsache, anscheinend schon. Oh, weg damit, so, danke fürs Geld. Was haben wir hier Schönes drin? Wahrscheinlich wieder ein Herz oder so. Aber nochmal 5. Aber die Skutola, die will ich natürlich noch haben. Also war ich auch schon fertig, ey. Muss auch treffen, Link. So. Und das war schon Skutola, ich dafür schon über 70, oder? 72 schon, nicht schlecht. Da fehlt noch irgendwas, fehlt mir gerade, sehe ich gerade. Ah, ich weiß auch, was da fehlt. Alles gut, passt schon. Ja, wie gesagt, dann haben wir hier alles, denke ich mal. Wir können dann auf die Karte gucken. Ob hier noch irgendwo eine Truhe ist, dürfte aber nicht so sein. Genau, wir haben hier alles. Das heißt, raus hier. Ab zum Marktplatz. Denn mit dem Auge der Wahrheit können wir jetzt ein kleines Minispiel machen. Wir können es theoretisch auch ohne machen, nur dann brauchen wir sehr viel Glück. Das ist auch nicht so gewollt. Bevor wir uns jetzt zurückverwandeln und als Erwachsener Link weitermachen, geht's erstmal hier längs. Sehr schön. Also richtige Hinweise haben wir jetzt nicht gefunden auf dem Grund des Brunns, ne? Oder am Grund des Brunns. Aber wir haben auf jeden Fall das richtige Mittel gefunden, um der Schattenkreatur eins auszuwischen. Ach, die ist jetzt abends geöffnet. Okay, ja, logisch. Wer bist du denn? Ey, Kleiner, ich verrate dir etwas. Ich hätte, dass sich in der Nähe des Schlosses eine geheimnisvolle Quelle befinden soll. Der steht doch auch safe erst später da. Wenn ich dann immer zu der Quelle muss, das ist nämlich eigentlich jetzt der Fall schon. Tatsächlich. Ihr seht gleich warum. Man diese Quelle schon besuchen sollte, jetzt spätestens. So. Nehmen wir doch das Auge der Wahrheit zur Hand. Gehen hier rein in die Truhenlotterie. Und verarschen die Typen erstmal schön. Öffne die Truhe und voila! Mit deinem Schlüssel darfst du in den nächsten Raum betreten. Links oder rechts, probier's aus. 10 Rubine pro Spiel machst du mit? Natürlich. So, direkt hier einsetzen den Schlüssel. Und jetzt mit dem Auge der Wahrheit kann man einfach den Inhalt der Truhen sehen. Deswegen nehmen wir die Truhe hier natürlich nicht in eine Rubin. Das ist so gemein, ne? Für den Arm. Dass hier so verarscht wird. Betrug bei der Truhenlotterie, ey. Ich sag's euch. So. Ja, den Fünfer nehme ich hier sicher nicht mit. Das ist nämlich auch Verlustgeschäft noch. Kann er schön behalten. Ja, noch ein Fünfer. Vergiss es, Junge. Wenn mir 20 gibst, habe ich gerne dabei. Weil mir das auch nicht viel bringt. Ah, hier gibt er sogar schon 20. Da würde man immerhin schon Gewinn machen. Mann, ne? Soweit käme ohne Auge der Wahrheit. Und dann war's schon. Ja, der vorletzte Raum, wisst ihr. Bis dahin muss man kommen. Um keinen Verlust zu machen. Also der Typ hat schon ein cleveres Geschäftsmodell, muss man sagen. Alles für ein Herzteil. Super, du hast ein Herzteil gefunden. Du besitzt zwei Herzteile. Mit zwei weiteren erhältst du einen neuen Herzcontainer. Das Super steht übrigens auch nur bei dem Herzteil hier, glaube ich. Quasi als Siegprämie. Um es nochmal zu verdeutlichen. Das können wir auch gemütlich hier rausstampfen. Und wieder in die Zukunft reisen. Was wäre eigentlich, wenn ich mich hier rausteleportieren würde? Dann müsste der sich da denken, wie lange bleibt der denn da drin, der Junge?
Er kommt hier gar nicht mehr raus. Der hat sich selbst eingeschlossen. War auch cool gemacht hier, ne? Die ganze Aufmachung, kann ich mir das ansehen richtig? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ah doch. Da oben ein paar Goldbarren und so. Jetzt guckst du Glötze so doof. Egal, Leute, komm. Auf geht's wieder. Erwachsen werden. Und dann geht's auch direkt weiter. Ich weiß jetzt zumindest nicht, was ich jetzt noch machen sollte. Eine Sache, oder so gesehen 9 Sachen, wobei im Moment nur 8 Sachen gingen noch. Locker. Aber da eine Sache noch fehlt, wie ihr das gerade schon raushören konntet, mache ich die natürlich erst später. Weil wir die alle auf einmal abschließen können. Perfekt, so. Und auf geht's, ab in die Zukunft. Zack. Gut, ich hätte jetzt auch gucken können, dass ich abends in Kakariko Boris erwische. Ah, mache ich später, Leute, das ist auch nicht so schlimm. Ich das jetzt noch nicht mache, sofort. So, damit geht's jetzt direkt zum Schattentempel. Ah, da werde ich jetzt einmal runterspringen tatsächlich, wegen der Wundererbse, die wir gepflanzt haben im letzten Part. Ah, das heißt, das Lied werde ich direkt zweimal spielen. So, jetzt mir tut. Aber was sein muss, muss sein. So. Alle ehrlich hier. Ah, du greif mich ruhig an. Du dummes Vieh. Zack. Und dann war das Herzteil. Oh, der kommt sogar nicht hoch, der Geist. Wirklich gerade. Wusste ich auch noch nicht. Und eine Note vergessen ebenso. Es ist quasi nur Katzensprung. Da hoch wieder, aber wir müssen leider das Lied spielen. Anders geht's nicht, dahin zu kommen. Sehr schön. Die andere Richtung bitte. Und jetzt, um uns Zugang zum Schattentempel zu verschaffen, müssen wir die Fackeln alle anzünden. Und tatsächlich braucht man dafür den Feuer-Inferno. Ich weiß halt nicht, ob man das mit Feuerfeintür schaffen kann, wenn man genug Magie hat. Ich glaube aber, die gehen zu früh wieder aus, die ganzen Fackeln. Aber da muss man schon sehr schnell schießen. Und da ihr auch seht, dass eigentlich immer nur eine auf einmal ginge, also dass der so viel Magie hat man auf gar keinen Fall. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ja, so, dann hätten wir das. Ich verschiebe mal hier hin. So. Perfekt. Und da sind wir im Schattentempel. Und wir werden jetzt auch noch ein bisschen was machen. Quasi den ersten Teil des Dungeons. Ich nehme jetzt auch mal an, dass wir danach noch 2 weitere Parts hier verbringen werden. Die Schatten würden sich nur dem offenbaren, der die Augen der Wahrheit besitzt. Das heißt, man könnte sie in Kakariko finden. Habe ich doch schon. So. Ihr seht schon, hier sind an sich Totenköpfe. Drehe mein Schnabel zum Schädel der Wahrheit. Eine Verstütze und unendliche Dunkelheit. Und es bleibt nur ein Schädel übrig, wenn man das Auge der Wahrheit benutzt, nämlich das da hinten. Alle anderen verschwinden. Da sieht man schön in dem Niederschein jetzt gerade, da ist es wieder aufgetaucht. Perfekt. Also öffnet sich das Tor, jetzt kommen wir nur nicht darüber, weil man hier auch keine Taten benutzen kann. Aber zum Glück gibt es halt noch einen Durchgang, den man wieder mit dem Auge der Wahrheit sieht. Ist schon ein geiles Item, muss ich sagen, das Auge der Wahrheit. Doch, hier geht's weiter. Jene mit dem Auge der Wahrheit wird sich manches offenbaren, was noch von Dunkelheit umgeben. Ja, deswegen gehen wir jetzt doch direkt hier weiter. Der Schattentempel. Hier ruhen Highwoods blutige Zeugnisse von großer Gier und blindem Hass. Ja, hier gibt's auch wilde Geschichten zu diesem Tempel. Aber wir kämpfen uns jetzt erstmal hier langsam voran. So. So, stimmt, erst das Pikrotschwert haben wir ja, stimmt hier. Wieder vergessen. Erstmal in Aktion erlebt gerade. So richtig. Die stärkste Klinge des Spiels, nicht zu vergessen, ne? Aber nicht vergessen. Nachteil ist nur, dass wir kein Schild benutzen können, wenn wir das Ding ausgerüstet haben. So, zur Belohnung gibt es für diesen kleinen Raum, oder in diesem kleinen Raum hier erstmal direkt die Dungeon-Karte.
Oder Labyrinth gerade, ist ja egal. Was nimmt. Da. So, Pfeile. Können wir, glaube ich, sogar gebrauchen, Pfeile, ne? Ein paar. Dann geht's auch direkt hier weiter. Achso, das haben wir gerade schon gelesen. Ja, in der Dunkelheit verborgen, das bloße Auge listig täuschend, bleibt der rechte Weg verhüllt. Nix da, wir gehen jetzt hier einfach weiter. Und treffen hier einen alten Bekannten. Ja, wieder ein paar Hände in dem Baum. Noch ein Hirnsauger, den wir besiegen müssen. Aber ich zeige euch jetzt einen kleinen Trick, wie man den ganz schnell finden kann. Nämlich hiermit. Da seht ihr den Schatten hier auf dem Boden. Wenn man hier eine Bombe hinlegt, dann kann man den auch rausrufen, ohne von den Händen gekapft zu werden. Komm hier, zack. Big Rot Schwert macht dich richtig fertig. Wo ist er jetzt? Da hinten, okay. Schon fast ein bisschen kritisch, ne? Perfekt, die Bombe nicht richtig. Komm her, mein Freund. Ja, komm. Und schon ist er down. Keine Chance gegen das Bigoron-Schwert, der Arme. Ach nee, da ist die Truhe. Alles klar. Und auch hier gucken wir uns gleich nochmal schnell mit dem Auge der Wahrheit um, aber ich glaube, hier ist nichts weiter drin in dem Raum. Dafür haben wir jetzt die Gleitstiefel. Mit diesen seltsamen Schuhen schwebst du über dem Boden. Du kannst damit für kurze Zeit sogar Abgründe überqueren. Habe Mut und vertraue den Stiefeln. So, die rüsten wir auch direkt mal aus. Vielleicht kann man weg hier. So, ich habe hier die alten Stiefel. Ja, perfekt, dann tausche ich die einfach aus. Jo, passt schon. Ach, die wollen wir noch in Aktion nehmen, die Gleitstiefel, oder? Würde ich behaupten. Dann gehen wir nochmal zurück schnell. Tor ist ja schon offen. Und ja, mit denen kommen wir jetzt rüber. Wo die Frage auftaucht. Aber ich finde echt krass, wie schnell man hier das Item des Dungeons kriegt, ne? In diesem im Schattentempel. So. Anziehen bitte. Und rüber da. Perfekt. Und wieder ausziehen, weil man rutscht doch ein bisschen damit. Das nervt mich selber ein bisschen. Strahlzuglocken machen wir natürlich auch wieder platt. Tschüss, mein Freund. Weggebombt, so. Ah, ich sag mal rechts vor links, aber wir gehen jetzt erstmal hier rein. Sammeln schnell ein paar silberne Rubine. Hoppala. Da runter brauchen wir jetzt nicht wieder da durch den Gang. Da ist nämlich nichts. Aktuell zumindest nicht. Okay, ich brauche wieder den Enterhaken. Ich gerade. So. War das? Man braucht einfach nur Schild rausholen, dann kann man sich ducken vor den, Sensen. Im Grunde das gleiche Prinzip wie wie in der Eishöhle. Nur dass hier quasi eine andere Textur drauf ist oder ein anderes Modell. Allgemein. Aber die Funktion ist die gleiche. So, der kleine Schlüssel. Nur wegen dem sind wir hier reingegangen. Aber selbstverständlich gehen wir dann auf die andere Seite. Wenn da schon Raum ist, dann gucken wir uns den noch mal hier an. Ja, du blödes Vieh, komm her. Der kann da durchgucken, oder? So, und hier sind jetzt zwei Wickelzombies drin. Die Egoisten, die sich nicht gegenseitig helfen würden, wenn der eine liegt und der andere nicht. Zwei Hiebe mit dem Bigorot-Schwert, ey. Krass, schnell die kaputt gehen. Das war noch nicht mal ein Sprungangriff. Vielleicht reicht auch ein Sprungangriff aus und dann sind die down. So. Und ihr merkt schon auch nochmal eine große Kiste. Karte haben wir schon, Item haben wir auch schon des Dungeons. Bleibt ja nur noch der Kompass. So, und damit können wir uns jetzt dann beim nächsten Mal in Ruhe umgucken. In dem Dungeon. Ich werde jetzt aber hier nochmal eben schnell was machen und dann. Ja, war's das auch im Grunde für heute. Ich bin also kein Böse, wenn er jetzt schon abschaltet, weil das eh nicht mehr lange dauern wird hier. Wir werden jetzt einfach hier noch den Schlüssel einsetzen. Ja, und dann geht's hier in diesem Gang beim nächsten Mal weiter. Ich danke euch fürs Zusehen.
Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video noch einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Und genauso, wenn ihr es nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss mit Ö. Ah ja, Basukasu.